Wir sind da bei Lisa und Gregor in Fritzens im wunderschönen Tiroler Unterland und schauen uns heute an, was sie für lässiges Häusl gebaut haben. Kommt's mit! Hallo Lisa. Hi Gregor. Hallo. Hallo. Kannst du rein? Lässiger Raum da. Ja, da haben wir die Sichtbetondecke, haben wir es eingebildet im ganzen Haus. Das schaut top aus da mit den Fliesen. Ist aber ganz was Besonderes, oder? Ja, das wollte Gregor am Anfang nicht, aber hat sich dann echt überreden lassen und jetzt ist schon eigentlich vor, dass ja, es das so ist, ausschaut. Das hat halt keiner, gell? Ja. Und das passt zum restlichen Stil gut dazu. Wir wollten halt, dass alles zusammenpasst im ganzen Haus. Wie ist es gegangen in die unterschiedlichen Bauphasen? Am Anfang war das schwierig, da mal einen Baumeister zu finden, die ganzen Rundherum-Geschichten. Hat es da Probleme gegeben oder ist das gut gelaufen? Nein, wenn man Zeit hat, ein bisschen zum Planen und so, dann hat das wirklich eine feine Sache. Es war auch nicht so stressig. Da waren wir eigentlich eh früh genug dran. Das hat dann eigentlich auch alles der Gregor gemacht. Da hat er mal die Bank sich den Rücken freigehalten, weil um solche Themen hat er sich halt recht wenig kümmern müssen, weil man da gleich einen richtigen Betreuer gehabt haben, der sich da gleich da gut um dich gekümmert hat, gell? Ja, war fein. Und nachher hast du einfach... Nachher hast du deinen Kopf wahrscheinlich für die Baustelle freigekriegt. Darf das alles nochmal gleich machen oder habt ihr irgendwas, was sagt, das ist auf keinen Fall mehr? Nein, wir darf es auf alle Fälle gleich machen. Das ist genauso, wie wir das uns vorgestellt haben. Und so haben wir es eigentlich auch umgesetzt. Glaub an dich. Jetzt teilnehmen und gewinnen. Wir verlosen Gutscheine von Tiroler Meisterbetrieben im Wert von 10.000 Euro.